Und wieder hallo zum nächsten Part von Yoshi's Island. Solchen Pöpöchen, wir haben ja den Xilibora im letzten Part besiegt. So, ich habe ja nochmal eben schnell, wie gesagt, mir nochmal die letzte Blume geholt. Die war an der Wippe. Knapp am. Nach dem ersten Sternen-Checkpoint kommt dann diese Wippe, wo die eine Blume rechts unten ist und links oben war noch eine Blume und die habe ich übersehen, die Knalltüte. Aber egal, wir machen jetzt weiter mit Welt 1, Level 5. Als der lila Yoshi. Ist der lila oder? Ja, der ist lila. Manchmal zeigt es nicht die richtige Farbe. Oh Gott, ein Scroll-Level. Es gibt gefährliche Donut-Plattformen. Woher kennen wir die bloß? Hahaha. Die nach einer gewissen Zeit den Halt verlieren und herunterfallen. Sei vorsichtig. Ja, die kennen wir ja auch noch aus den alten Mario-Teilen. Sprich, bei Super Mario Bros. 3 hatten sie ihren ersten Auftritt gefeiert. Was ich auch aufpassen muss, dass ich hier nicht runterfalle. La 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 la. Den nehmen wir mal mit. La, 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 la. So. Wenn man den Flatterflug auch richtig gut beherrscht, kann man auch locker hier durch. Und ich kann tatsächlich hier drüber springen. Da durchjump. Ich lasse lieber mit meinen verrückten Experimenten. So, ich kann hier. Was ich auch witzig finde hier, so wie eine. Hier so bei einem Babyspielzeug hier. Wenn man das dreht, kommt da dieser Ton. Kennt man ja auch, wenn man so diese Babyspielzeuge da an die Kurbel dreht. Dann taucht ja dann diese schöne Musik auf. So, den nehmen wir mit. Der Blümchen. Ich werde natürlich nicht wie ein Verrückter jetzt los nach vorne rennen die ganze Zeit. Weil irgendwann kann mal ganz urplötzlicherweise, wie wir da ja schon sehen, ein Gegner auftauchen. Und ich könnte dann meine Sternpunkte verlieren. Die möchte ich gerne behalten. Wenn man gerade von Sternpunkte redet, da tauchen sie direkt auf. Oh, komm mal mit. So. Jetzt haben wir wieder einen Block, der wieder groß wird. Was mir auch mich frage, wozu das Sinn hat. So, ich werde mich aber langsam hier bewegen. Wenn ich mich noch richtig erinnere, tauchen hier manchmal ganz schnell die Shy Guys auf mit roten Münzen. Und da könnte es passieren, dass sie dann sehr schnell verschwinden. Das möchte ich mir gerne unterbinden. Ja. Muss ich hier eben warten. Da kann ich mir doch mal direkt das holen. Ja. Langsam gehen wir hier hoch. So was zum Beispiel. Haut er doch ab, ey, du Mann. So. Da haben wir den hier und dann nehmen wir das mit und ja, verdammt. Keine Münze für mich. So. Aber die roten Münzen sind manchmal gut versteckt. Manchmal sind sie es wirklich. Dann findet man diese nicht so gut. Das kannte ich noch damals sehr gut, wo ich sie gesucht habe, wie ein Irren. So, die Münzen kann ich mir auch leichter beschaffen, als man denkt. Oh, geht jetzt einfach. So, haben wir alles? Ja, wir haben auch alles direkt. Und das Level ist auch direkt schnell beendet worden. Hey! Ging auch richtig fix. Denk mal, der Part wird, glaube ich, ein schneller sein, wenn das so gut läuft. Ja, ich sehe das Türchen noch. Hier, komm, zack. Und wir haben den braunen Yoshi. War das zu erwarten? Ja, für mich so. So. So oder so. Ich habe immer dieses Glück. Und jetzt werden wir bestimmt gleich irgendeiner reinschreiben, gleich, du musst bei einem bestimmten Zeitpunkt reinschreiben. Reinspringen. Ich weiß das selber. Aber ich tue es trotzdem. Ich springe rein, weil ich will. Und ich achte da nicht groß drauf. Hi Sky Guys. Hi Sky Guys. Warum komme ich auf High Sky? Ach ja, genau, von dem Film High Sky, glaube ich, hieß der. So, Buck, her damit. Weil wenn die hier auf diesen komischen Stelzen laufen, kann ich sie nämlich nicht mit der Zunge erhaschen. Da können die irgendwie komischerweise
Nein, ich lass mich nicht von dir ablecken. Dann mache ich jetzt so. Dich hau ich so von den Dingern. Oh, was? Das überrascht mich jetzt. Die haben wohl so eine Art episches Schutzschild dagegen. Interessant. War das jetzt hier? Aha. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Müsste ich jetzt hier runter oder da oben hoch? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ah, okay. War doch richtig hier gerade. So, hier haben wir nochmal uns die Eier erklärt. Ein gelbes Ei für eine Münze. Ein blinkendes Ei für eine rote Münze. Ein rosa Ei für 2 Sterne. Treffe den Gegner mit einem Ei und erhalte dafür etwas Besonderes. Die Farbe der Eier ändert sich immer, wenn sie gegen eine Wand prallen. Ja, das wissen wir ja bereits schon. Deswegen werde ich mal eben schnell mal eben das gelbe Ei schon mal hervorbringen. Oh, dich wollte ich eigentlich nicht treffen. Na gut, dann sei glücklich. Ich habe dich jetzt mal getroffen. Ach komm hier. Nehmen wir den hier. Und drück den hier. Ah, da kommst du mal her. So, jetzt haben wir natürlich einen Eiverlust, aber das ist mir gerade egal. Weil ich möchte gerne diese Eier so schnell wie möglich verbrauchen. Komm mal ein bisschen nach links. Danke. So. Den hier. Gut, haust du rein. So. Manchmal muss ich mich mal eben räuspern. La. Ich falle in ein dunkles Loch. Oh, diese Musik immer einfach. Ach, ich kann die doch besiegen. Muss sie nur richtig treffen. Sag doch, man konnte die doch besiegen mit dem Ei. Ich musste auch nur die Stelzen durfte ich nur nicht treffen. So, den werde ich jetzt mal perfekt so platzieren, dass ich direkt so an die Eier komme. Aber erstmal passe ich hier auf, weil ich will ja keine Blume vergessen. Upsa. So, wollte ich das haben. Buck. Das lustige Geräusch noch. Buck. What? Haha, denkst du, ich sehe euch nicht? So. Gehen wir hier lang. Hat hier letztes Mal Punktestand. Moment, 4 rote Münzen. Einmal die mit. Hätte ich fast vergessen. Aber ich hätte die sowas so mit dem Ei wieder mit hochgeholt. Seid ihr auch dagegen gefeit? Ja, du auch nicht. Yam. La. Ich halte dich nochmal auf den Stand. So, das wollte ich so machen. Dann wollte ich diese Pfahl hier runter rammen. Der Dampfattacke. Das war ja wieder ein toller Fail von mir. Wunderbar. So. Zack. Münzen. Money. La. Findest du einen? Ja, das kennen wir ja. Dann stell dich gleich drauf. Er wird dir weiterhelfen und zum Beispiel einen Geheimgang öffnen. Suche den roten Pfeil und drücke dann nach unten. I know. Zack. Das war. So. Dann wollen wir mal kurz den hier aufmachen und dann da drauf drücken und dann. Okay, hier rein. La. Verwandle dich in ein Wühl-Yoshi und grabe dich durch die Wand. Kannst du die beiden roten Münzen finden? Oh, hier muss ich Münzen finden. Rote Münzen. Ich finde das gut. Man kann die roten Münzen trotzdem noch leicht erkennen. Man merkt es ein bisschen an die Farbe. Die sind ein bisschen dunkler. Daran erkennt man auch die roten Münzen noch, die versteckt sind unter den gelben. So, ich werde mich jetzt in den Wühl-Yoshi verwandeln. In den Maulwurf.
Das sieht auch ganz schön episch aus, muss ich echt sagen. So, mit Steuerkreuz immer schön da. Ich muss jetzt suchen, 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 suchen. Wo ist der andere? Da, rechts ist der. Ja, geh mal da. Ja, ich gehe hier runter. Ich habe ja alles, was ich wollte. Die beiden roten Münzen. Ich könnte eigentlich auch... Oh, verdammt, obwohl ich kann noch... Ich hätte auch so oder so die Münzen finden können. Hahaha. Ha, ha. So. Dann gehe ich mal hier wieder raus. Ah, ich habe keine Eier. Wo sind meine Eier? Ich brauche meine Eier. Meine lieben Yoshi-Eier. La 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 la. Die sammeln wir uns jetzt mal ein. Tack, tack. Halt die Klappe. So, lala. Oh, guck mal. Die wieder. Frisches Essen. Hoppa. Na, komm mal mit. Ach ne, warte, ich mach das mal so. Wir stehen. So, hi. Tschüss. So, nächste Info. Stampfattacke, das weiß ich doch schon längst, mein Junge. Das brauchst du mir nicht noch mal erzählen. Ich hab kein Kurzzeitgedächtnis. La 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 la. Und BÄM! Oh, guck mal. Fledermäuse. Und wieder High Shy Guys. Oder High Shy Guys. Ich bin so high. Ich bin High Shy Guy. What the fuck? Boah, da kommen die Fledermäuse wieder angesaust. Ich wollte... Ach ne, ich kann doch hier hoch mal eben sausen. Hups! Ups. Oh, dann mach mal einen epischen Wurf. Wunderbar. Mit. Ah, guck mal, eine Bohnenranke. Wenigstens da haben sie ab und zu die kleinen alternativen Geräusche aus dem Mario-Teil noch drin gelassen. Finde ich immer wieder toll. Haben sie halt noch ein bisschen verändert, aber es hört sich einfach krass geil an. Willst du mich natzen jetzt? Nee, jetzt ohne Scheiß. Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Ich vergesse hier... Ey, warum vergesse ich jetzt die ganze Zeit die Blumen, ey? Was ist das? Du trägst mich jetzt aber auf. Was ist los mit mir? Hallo? What the fuck? Ja, genau. Puk. Da denke ich gerade auch wirklich. Stups im Kopf. Puk. Warum vergesse ich denn jetzt hier die Blumen? Wie ist denn alles los mit mir? Ich gehöre ins Bett. Das kommt davon, wenn man so spät noch aufnimmt. Ist ja erstmal. Gerade 0 Uhr geworden. Für mich ist auch gleich wirklich Zeit ins Bett zu gehen. Ich habe eine Idee. Ich mache mal eben mal ein kleines Päuschen. Bis gleich mal kurz. So, ich habe das Level gerade mal eben blitzschnell mal nachgemacht, damit ich das nicht extra aufnehmen musste, habe ich gedacht, ich mache das mal eben schnell so. Aber beim Ende des Levels habe ich wieder eine Bonusrunde erreicht. Ich wollte mal gerne wissen, was hier nochmal kommt, ob da wieder was anderes kommt. Es kommt gerade Schnips, platziere den Co. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich doch nochmal Pause mache und das nicht mit aufnehme, wenn du eine Chemikarte erwischst. Ah, Gott, nein. Das ist das Spiel, wo ich am meisten auf die Schädel kriege. Komm, ich nehme den hier und dann... Gut, dann mache ich direkt Ende. Ich mache direkt Ende, sorry. Das Spiel hat mich meistens immer gewaltig vor die Nuss gegeben. Ich möchte mir das jetzt nicht antun. Ich möchte gleich noch in Ruhe schlafen. So. Dann haben wir die 100 Punkte erreicht. Bin schnell. Ihr habt es noch nicht gemerkt, für mich schon. So, jetzt geht's eigentlich, was ich ein bisschen sehr seltsam finde, auch auf der Map war ja immer. Man sieht hier den rosa Yoshi. So. Komischerweise haben wir mit einem rosa Yoshi aber in Level 2 gespielt und spielen aber jetzt in Level 7 nochmal mit Pink Yoshi, aber diesmal ist der Yoshi ja rot. Ich kann mich mal erinnern, der rote Yoshi hat ja auch mal auch seinen eigenen Namen gehabt bei im Yoshi Comic von Yoshi's Island. Da hat er auch seinen eigenen Namen gehabt. What the fuck is that? Da hieß er wie hieß er nochmal? Nettie hat man ihn genannt, genau. Nettie hieß er.
lustig. What the fuck? Der hat die arme Feuer, die arme Fresspflanze vernichtet. Oh, cool. Ah. Wow. Oh, wir sehen wir auch das, was wir gerade auch eingesammelt haben. Da habe ich ja gar nichts erwähnt. Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Wir haben eine grüne Wassermelone eingesammelt, die da oben ist, zum Beispiel. So, die Melonen haben so eine besondere Fähigkeit hier für unseren Yoshi-Freund hier. Es werden auch verschiedene Wassermelonen für uns auftauchen, die ja auch ihre Eigenschaften haben. Die grüne Wassermelone ist zum Glück ja normal geblieben. Man spuckt mit der ganz stinknormal Kerne. So, nehmen wir die noch mit. So. Zack, zack, zack. Ach, guck mal. Zack. Da haben wir ja auch den Schlüssel gefunden. Komm, dann verbrauche ich die Wassermelone doch direkt, weil die hat ja eine begrenzte Schusszeit. Deswegen schieße ich ja nicht wie bekloppt alles raus. Außer jetzt habe ich Langeweile. So. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Hoffentlich nicht wieder. Ah, Goldregen. Stopp dir mit mehr Münzen als dein Gegner, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh, das Spiel ist halt easy. Hau ab, du Geier. Ja, hey, hey. So, hier kann man ja den Gegner gut immer einen auf die Nussgrün geben. Der kann mich auch übrigens anspringen. Ah. Zack, zack, zack. Es gibt auch, kann man auch in dem Spiel finden, einen Geheimtrick. Da ist es möglich, das Spiel auch, du darfst auch einen haben von mir aus. Ausnahmsweise mal. Ich hab dich sowieso schon besiegt. Hab dich sowieso übertrumpft. Was ich gerade erwähnen wollte. Im Laufe des Spiels findet man auch ein Geheimnis. Da kann man diese Spiele auch zu zweit spielen. Mit dem Controller. Was ich auch toll finde, wenn man Lust hat, auch mal das Spiel zu zweit zu spielen. So. Du hast gewonnen. Ich habe ein Wolken-Item gewonnen. Diese Wolke hatte, was hat sie denn für eine Eigenschaft? Die kann alles, was sich gerade in dem Bildschirm befindet, verwandeln sich alles in Flügelwolken. Aber ich denke mal, da kommt nicht so was Besonderes raus. Deswegen bin ich da jetzt nicht so heiß, dieses Item zu benutzen. So, ich mache jetzt aber den hier. Ich möchte gerne hier die roten Münzen hier einsammeln. Hab ich ihn jetzt nicht verschossen. So, nehmen die Wassermelone wieder mit. So. Geh du mal weg. Kann ich nämlich hier schön weiterlaufen. So, von mir aus. Die anderen beiden Sternchen hier gerade. Ups, bin gerade auf den Gegner getreten. Entschuldigung. Hoffe, habt ihr gleich schon dicke Kopfschmerzen verpasst. Oh nein. Die Dinger mag ich echt nicht. Die muss ich direkt vernichten. Ach, lustig. Der hat direkt die Blumen eine. Ah, ich will den gerade sehr umgehen, weil die sind echt crazy, die Dinger, wenn man die berührt. Deswegen versuche ich gerade so gut wie möglich, diese Dinger nicht zu berühren, weil das kann sehr übel werden. Weil die können mir sehr böse Hindernisse machen. Ja, komm, ich habe gerade so... Ich will euch das mal zeigen, was ich meine. So. Wo sind die denn jetzt wieder, diese komischen Viecher? Amöben. Die kommen jetzt nicht mehr, toll. Ja, wenn man was zeigen, dann kommt, tauchen sie nicht mehr auf, ey. Ja, ihr seid doch echt... Bäh. Kommt schon, stellt doch nicht so an hier. Ah, da sind sie. So, wenn man sie berührt, dann achtet mal auf Yoshis Augen jetzt. Der eine, oh, da sieht der Farben. Das Schlimmste ist, du kannst sie ja nicht mal mit der Zunge auffressen, weil dann passiert das... Ebenso. Das Schlimmste ist, er ist dann unkontrollierbar. Ich kann mit Yoshi nicht mehr richtig kontrollieren. Er läuft wie ein Besoffener. Hey, ich finde das gerade so witzig, wie der guckt. Hey, ich sehe lustige Farben. Aber Gott sei Dank geht das ja nach einer gewissen Zeit ja weg. So, die Mistviecher trete ich platt am besten sofort. So. Ja, den nehmen wir mit. Ich guck
gerade hier. War doch mal was. Muss ich mich noch mal kurz mir durch die Birne gehen lassen. Hier war... Ich hatte mich jetzt keinen Bock, nicht noch mal hier mit Lernen hin aus dem Level zu gehen hier. Wie gerade eben... was war das gerade? Ah, egal. So, hier kann man ja hier durchbrechen. Da finde ich auch toll. Hier war doch mal was. Hier war ein Geheimnis. Das weiß ich sehr genau. Hier. Ah. Ich wusste das doch mal. Aber ich doch gewusst, da war hier was. So, hier war... Hier waren mich noch einmal. Ja. Lauf mal ein bisschen. Ja, komm. Müsste mal ein Ding zum Rollen bringen, damit das hier erscheint. So. La 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 la. Ah. Zack, 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 zack. Gehen wir hier hoch und da haben wir unsere letzten roten Münzen dieses Levels gefunden. Nochmal von Münzen nochmal. Toll, toll, toll. Zack, zack, zack. Jetzt gehen wir hier runter. Hab dich gesehen, du Schmörmel. Shy Guy. Zack, zack. Oh, ne, die mag ich. Warte mal, warte mal. Ja, okay, doch nicht. Hätte ja sein können. Warum sind die Farben so komisch gerade? Aber das interessiert mich gerade nicht. So, rüber mit dir. Ah, wollte gerade sagen, so, was kommt jetzt da auf mich zu? Hundert Punkte, wunderbar, wunderbar. 22, ich glaube, ich werde doch diesen Part, glaube ich, ein bisschen karten müssen. Das ist wirklich ein bisschen zu viel Zeit, die ich brauche. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Cutte ich die mir auf meine Nase raus. War ja klar. Wieder meine Niete. Schmärmel. Ich glaube, das war mir ein, zweimal gelungen, mal drei Marios zu finden. Aber irgendwie erwische ich zurzeit immer wieder... Immer nur ein Mario. Wenn man ja drei diese Gefolgschaften vom Kamek erwischt, kriegt man so nichts. Aber mir ist eigentlich auch egal, wie viel Leben ich auch kriege, weil ich farme hier Leben wie sonst was. So. Oh, was war das nochmal für ein Gegner? Das kann mich jetzt auch nicht so gut erinnern. Aber egal, ich werde mir jetzt mal blitzschnell schnappen. Damit ich auch diese Welt abgeschlossen habe. Schleimi Schloss. Schleim, Schleim. Oh, Schluck auf. Jetzt kriege ich schon wieder Schluck auf hier mitten beim Aufnahme. Das ist ja wieder super. La 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 la. Dab, dab, da. Dab, dab, da. Zack, zack, zack. Gehen wir hier lang. Oh ja, jetzt haben wir ja diese... Jetzt kann ich ja nochmal zeigen hier. Wenn ich hier diese Dinger hier in den Mund nehme. Komm her! Oh. Dann rum hat der Yoshi voll dicke Backen. Und er kann ja schon Feuer spucken. Aber soweit ich mich erinnern kann, war das, glaube ich, ging das immer dreimal. Ja, das muss ich mir auch merken, hier die Röhre. Dreimal, glaube ich. Da war zweimal. Dreimal. Ja. Hat er wieder normales Gesicht. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder hier. Boah, dieser Hintergrund, ey. Wie bei so einem Wasserkanal. Von dem lasse ich mich aber nicht treffen hier. So, hau ab, ihr Schmörmels. So, da gehe ich mal hier links. Da, 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 da. Da. Und wieder da rein. Ah, verdammt, ich hab's verhauen. Ich hab so spät den Flatterflug angesetzt. Geil. Ja! Bist du aber. Bist du crank? Junge, was machst du da? Ja, ja, ja. Kannst mich trotzdem nicht abhalten. Mir juckt die Nase jetzt schon wieder, verdammt. Warum muss mich jetzt unbedingt die Nase immer jucken beim Aufnehmen? Ich hasse das. Mensch. Da, was ist davon? Zack, zack, zack. Wir haben 20 Sternpunkte. Läuft, läuft, läuft. Läuft wunderbar.
So, Lolli, da ist wieder mal eine Quasselbox wieder hier. Was hast du zu quasseln hier? Wenn du die Blöcke mit einem Ei triffst, werden sich die Stachelplattformen mit dem jeweiligen Farbe drehen. Jetzt brauchst du nur noch ein Ei. Habe ich. Zwei Stück. Aber ich kann die auch, glaube ich, mit meinem Kopf berühren. Ich gucke aber nur kurz mal hier. Da wollte ich mal... Oh Gott, der Blödmann. Da muss ich aufpassen. Der ist gemein. Der kann das zum Beispiel machen. Komm her. Komm her, du. Meiner Geier. Deswegen, die Shy Guys hasse ich wie die Pest. Die sind richtig gemein, ey. Ich hoffe mal, dass ich noch mal einen Sternregen gleich mal erwische. So. Ne, ich mach mir jetzt einfacher. So. Ich brauche die Eier trotzdem mal für andere Dinge hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier instant tot werde, wenn ich die Dinger berühre. Das ist mir auch so eine Sache. Ja, mach ich mal eben so. Lass mich mal hier fallen. Ah, verdammt. Mal hier. Zack, zack, zack. Drei Münzen. Red Coins. The Red Coins. Red Coins from Red Christian. Gehen wir mal. Okay, habe ich jetzt. Oh, ich habe schon alles. Wunderbar. Das ist aber nur blöd. Jetzt. Ah, nee. Der Boss kommt ja noch gar nicht. Das ist ja, was man ja auch in Mario World 1 Teil erkennt, an den roten Türen markiert, dass da der Boss erst kommt. Deswegen ist es klar, dass das noch nicht passieren wird. Heißt, ich kann noch genügend Sternchen sammeln, dass ich hier noch mal gute Punkte kriege, aber ich gehe erstmal vorsichtig hier hoch. Okay, dann gehe ich mal hier so den hier. La 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 da, da. La la. Ah, wunderbar. Ja, da ist der Sternenring. Den habe ich gesucht und gefunden. Nehme ich trotzdem die ganzen Münzen mit. Münzen. Wenn ich jetzt außerdem berührt werde und meine Sterndinger verliere, lass mich absichtlich ins Lava schmeißen. Oh, diese Musik wieder. Wieder so eine tolle Musik wieder. Yam. Was erwartet uns hier? Was ist hier? Geheimnisvoll. Aber doppelte Game. La 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 la. Oh, wie knuffig. Ein Schmörbel. Hallo, Yoshi. Das Baby stört dich doch bloß. Warum gibst du mir nicht das Kind? Nein, meins. Was ist da jetzt vor? Okay. Igitt. Der ist ja groß. Und der wird ja noch größer. Dann wollen wir den mal... Na, zack. Ja, wirst du wohl stillhalten. Kann man schön hier... Mit ein paar Eiern ist er schnell besiegt. Hau ab! Müsste gleich jemand besiegt sein. Verdammt. Wenn er sich so formt, dann kann er meine Eier abwehren. Hab ihn. Tja. Das war's mit ihm. La 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 la. Und Punk. Oh, was haben wir denn da? La la da. Punk. Wir haben es geschafft. Hahaha. Und man kannte auch diese Animation mit den Schlüssel aus in Super Mario World 1. Das haben sie halt noch ein bisschen mehr verfeinert. Finde ich toll. Dass sie so tolle Dinge wieder mit rübernehmen in den neuen Teil. Finde ich immer wieder super. So, kurz den Punktestand auschecken. Das will ich sehen. Perfekt. Ich denke mal, dieses Level werde ich gleich auch weg mal machen. Perfekt. Okay. Und wir sehen, wie Yoshi sich gerade bewegt. Oh, 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 oh.
Bäm! Yay, das bedeutet, wir haben eine schöne Sache erobert. Ja, und man sieht schon oben auf dem Bild ein bekanntes Gesicht hier, was uns auf die nächsten Levels erreicht. Also, ich sag schon mal bis zum nächsten Part bei Yoshi's Island Super Mario World 3. Bis zum nächsten Part. Tschüssi, Boyssi.